Boah, manchmal wünschte ich mir, die ganzen Wichser mit ihren Hater- und Hasskommentaren würden von ihrem Scheißkommentar erschlagen werden, Alter. Oh fuck, oh fuck, 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 fuck! In etwa so. Aha! Hallo, hey Ladies and Gentle Nerds, geil, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir wissen Bescheid. Wir haben in Deutschland im Internet gerade ein kleines Problem mit so Hater- und Hasskommentaren. Mann, Mann, Mann. Aber, halt, stopp! Die Welt wäre nicht die Welt, wenn nicht irgendjemand eine krasse Idee hätte. In Brasilien zum Beispiel hat sich eine Gruppe von Rassismusgegnern die Aufgabe gestellt, Facebook-Hasskommentare und rassistische Kommentare auf gigantische Plakatwände zu drucken, sodass sie für jeden lesbar sind, der daran vorbeifährt, vorbeiläuft, was auch immer. Es verbreitet sich auf jeden Fall wie ein Lauffeuer, denn die Poster werden nicht nur öffentlich an den Pranger gestellt, sondern diese riesigen Plakatwände mit ihren eigenen Hassposts werden in ihren eigenen Wohnorten aufgestellt. Dafür benutzen diese Antirassismus-Aktivisten Geolocation-Tools. Hashtag Privatsphäre, Hashtag you know more. Aber immerhin muss man sagen, sie verpixeln die Profilbilder derjenigen, die es posten. Und da sagen sogar einige ganz radikal, ne, ne, verpixelt den Namen nicht, verpixelt das Profilbild nicht. Der hat das gepostet, öffentlich im Internet, das kann auch überall woanders zu sehen sein. Was sagt ihr? Ist das eher so Selbstjustiz und gehört sich einfach nicht? Oder sagt ihr, Chapeau, Hut ab und geile Nummer? Eure Meinung dazu auf jeden Fall mal in die Comments. Ich bin mega gespannt. Ja, es ist soweit. Deutschland zieht in den Krieg gegen den Islamischen Staat. Dabei nur eine ganz kurze Anmerkung. Hört auf, den Islamischen Staat, den sogenannten, als Staat hinzustellen. Eine Gruppe von Terroristen kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, wir machen jetzt so Kalifat auf, weil es voll geil und wir haben so kleine Schrumpelpenen und alle behandeln die plötzlich als einen eigenen Staat. No. Wie dem auch sei, was Deutschland erstmal zugeben sollte, beziehungsweise die politische Ebene unseres Landes, ist, ja, wir ziehen in den fucking Krieg. Oh, nee, 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 nee. Wir ziehen doch nicht in den Krieg. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, was denn dann, verfickte Axt noch eins? Wir schicken nur Tornado-Aufklärungsflugzeuge. Also, wir hoffen, wir finden ein paar, die tatsächlich funktionieren und fliegen. Und 1200 Soldaten. Zur Aufklärung. Eine Handvoll Flugzeuge und 1200 Soldaten zur Aufklärung in einem Krisen- und Kriegsgebiet. What the fuck, wollt ihr mir jetzt erzählen, es wären 1200 fucking Fotografen? Nein, es sind deutsche Soldaten und die ziehen in den Krieg. Das Kind einfach mal beim Namen nennen, einfach mal Eier haben, wenn man schon so eine Scheißentscheidung in weniger als einer Woche durchdrückt. Oh nein, 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 es sind nur Konflikte mit eventuell kriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Ja, wer kennt sie nicht? Klassiker der Vergangenheit wie der kalte kriegsähnliche Konflikt. Oder auch Filmklassiker einer ganzen Generation wie kriegsähnliche Konflikte der Sterne. Meine Fresse, gib mir diese Wortklauberei auf die Eier. Kommen wir noch zu einem Thema, was es moralisch, ethisch wirklich in sich hat. In Freiburg sind ein Vater und sein Sohn zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Sohn wurde zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, der Vater sogar zu einer lebenslänglichen Haftstrafe. Aber warum eigentlich? Der Grund ist relativ simpel, Selbstjustiz. Denn Vater und Sohn töteten den Vergewaltiger der Tochter, beziehungsweise eben der Schwester. Sie lockten den Vergewaltiger ihres Mädchens unter dem Vorwand eines Drogendeals auf einen Parkplatz und töteten den Ende 20-jährigen Mann mit 27 Messerstichen, Oberkörper, Hals und Gesicht. Darin sieht das Gericht absolut zu Recht einen Vorsatz, eine geplante Tat und eine besondere Grausamkeit, die eben bei der Selbstjustiz nochmal eine Rolle spielt. Und dann kommt es eben zu einer lebenslangen Haftstrafe. Jetzt würde mich eure Meinung dazu interessieren. Seid sachlich, rastet nicht völlig aus, aber seid auch ehrlich. Horcht in euch und sagt mir, hat jemand seine vergewaltige Tochter rächen wollen, aber das ist definitiv nicht der richtige Weg? Oder seid ihr radikaler und sagt, andere Dinge. Tut euch keinen Zwang an. Bin hier für absolute Ehrlichkeit, aber reißt euch ein bisschen am Riemen, seid nett zueinander. Aber in die Comments, ich bin gespannt. Hallo, hey, werte Freunde und Freundinnen da draußen vor dem Bildschirm. Däumchen mehr Träumchen. Einmal kurz auf den Daumen hochklicken, ordentlich fleißig mitdiskutieren. Das hilft mir nicht nur wahnsinnig, daran habe ich riesig Spaß und es freut mich wie Sau. Vielen Dank dafür. Dann auf jeden Fall, wenn ihr heute noch Langeweile haben solltet, weil wir sehen uns jetzt am Donnerstag wieder. Immer Montags und Donnerstags, ist klar. Da oben habt ihr Dr. Freud, unseren Geek- und Gaming-Channel. Checkt den unbedingt mal aus. Morgen kommt ein neues Random Game Facts. Letzte Woche kamen auch 2, 3 Videos. Alles cool. Da ist unser Let's Play-Gedöns, wo wir die Streams hochladen. Und heute Abend gegen 21.30 Uhr. 22 Uhr streamen wir auch wieder auf twitch.tv/drfreud. Von daher, vielleicht sehen wir uns heute Abend und bis dahin, traumhaften Tag euch noch. Macht's gut, haut rein. Community High Five hin. Guck mal da. 3, 2, 1 und...